Die letzten 2 Jahre waren hart, denn der Herr hat die Braut den letzten Schliff gegeben auf dem Weg der Heiligung. Und wir haben es realisiert, dass wir überhaupt nicht mehr zu dieser Gesellschaft reinpassen. Wir wurden ausgelacht, beleidigt, erniedrigt und verspottet. So haben sich auch diese Verheißungen an uns erfüllt. Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass am Ende der Tage Spötter kommen werden, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln und sagen, wo ist die Verheißung seiner Wiederkunft? Aus 2. Petrus 3, 3 und 4. Die Welt lechzt danach, dass wir endlich aufhören sollen zu reden, dass wir die Spiegel ihnen nicht hinhalten. Der Spiegel tut ihnen weh. Deswegen ertragen sie auch das Wort Gottes nicht. Wir werden zwar öfter blockiert und von gewissen Gruppen und Forums rausgeschmissen, aber ganz zum Schweigen können sie uns nicht bringen. Die Zeit wird aber kommen. Und das Licht des Leuchters wird nicht mehr in dir scheinen und die Stimme des Bräutigams und der Braut nicht mehr in dir gehört werden. Offenbarung 18, 23. Gott hat uns nicht nur mit verschiedenen Talenten gesegnet, sondern er hat uns auch verschiedene Situationen im Leben ausgesetzt. Das ist bei jedem individuell und vielfältig. Und im Himmel angekommen, werden wir das sehen, dass trotz die unmöglichsten Umstände und auch durch größtes Leid es dennoch möglich war, auf dem schmalen Weg festzuhalten. Es werden Millionen Schicksale sein, keiner wird dem anderen gleich sein. Und es wird unserem Herrn mit Freude erfüllen, dass wir an ihm festgehalten haben. Er gab uns das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Philipper 2, Vers 13. Und da hört es nicht auf, denn wir werden zwar nie mehr wieder leiden, aber wir werden durch diese manchmal sogar bittere Erfahrungen anderen helfen können. Und das im tausendjährigen Reich. Da werden wir anderen beistehen, damit sie alles aufarbeiten können. Wir wurden vom Herrn darauf geschult, um fähig zu sein, anderen zu richten. Deswegen mussten viele von uns schreckliche Erlebnisse durchmachen. Dabei war es aber wichtig, die süße Liebe Jesu in unserem Wesen zu behalten. Wisst ihr nicht, dass die Heilige die Welt richten werden? 1. Korinther 6, Vers 2. Ich wünsche uns allen, Lukas 21, 36. Und das ist meine Bitte und Gebet, dass wir gewürdigt werden, von allem zu entfliehen und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Seid gesegnet, meine lieben Geschwister im Herrn Jesus. Shalom.